Heute vor 100 Tagen hat Russland die Ukraine angegriffen. 100 Tage Krieg, das bedeutet Kriegsverbrechen, die Zerstörung ukrainischer Städte und täglich Tote. 100 Tage Krieg bedeuten aber auch 100 Tage Flucht vor Putins Kriegsmaschine. Die Ukraine ist von Berlin nicht weiter entfernt als Paris. Und Berlin hat seine Arme geöffnet. Es war bewundernswert, wie die Freiwilligen schon an den Bahnhöfen waren, als die ersten Züge mit Geflüchteten ankamen. Tausenden wurde täglich geholfen. Privatpersonen boten Betten an und spendeten mit Decken und Essen Wärme in diesem kalten Februar. Auch der Senat handelte sofort. Rettungsdienste, soziale Träger, die Polizei, die BVG und die Bahn wurden vor Ort mit den Freiwilligen zusammengebracht. Alle wussten, in Zeiten der Not hilft Berlin allen, die vor Putins Krieg zu uns flüchten. Wir haben am Bahnhof die Welcome Hall errichtet, damit Ankommende eine warme Mahlzeit und medizinische Versorgung erhalten. Wir haben einen alten Flughafen in ein Ankunftszentrum umgewandelt, von dem aus Geflüchtete sicher weiterreisen können. Die Sozialämter haben rund 50.000 Menschen Leistung ausgezahlt. Und wir verbessern die Versorgung der vielen Menschen ständig weiter. Das alles war vor ein paar Jahren noch nicht selbstverständlich. Mittlerweile sind über 60.000 hier vorangemeldet. In diesen warmen Frühlingstagen begegnen wir Ihnen an vielen Orten, wie Sie die Stadt entdecken, Junge und Alte, die sich wieder sicher fühlen können. Natürlich ist vieles alles andere als leicht für die neuen Berlinerinnen. Deshalb möchte ich alle bitten, weiterhin hilfsbereit zu sein. Auch die Freiwilligen brauchen noch immer ihre Spendenbereitschaft. Liebe Berlinerinnen und Berliner, 100 Tage Krieg in der Ukraine sind auch 100 Tage der Solidarität. Die große Hilfe in unserer Stadt für die Geflüchteten ist auch eine klare Botschaft an den russischen Diktator. Unsere demokratische Gesellschaft ist stärker als Putins Politik der Angst. Als weltoffene und demokratische Gesellschaft sind wir solidarisch. Berlin ist und bleibt ein sicherer Hafen für Menschen in Not.